Ja, ein großes Hallo an alle Foodies da draußen. Hier ist der Food Ninja und ja, wie bereits in einem vorherigen Video ja angekündigt, gibt es die neuen Müller Milchreis heiß und lecker Wintersorten. Und ja, wie ich ja gesagt hatte, wollte ich die ja mal testen. Und zwar haben wir hier Typ weiße Schoko Macadamia. Und ja, das klingt auf jeden Fall interessant. Und dann werde ich das in die Mikrowelle tun und dann eben testen. Also bis gleich. So, da bin ich wieder und ja, also zunächst mal, er sieht tatsächlich weiß aus. Sieht nach weißer Schokolade aus. Ich gucke mal, aber also doch hier, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, unten ist also noch eine Füllung, sowas Gelbliches und das wird wahrscheinlich ja irgendwas Nussiges sein. Ich probiere das jetzt mal so. Das, also der allererste Gedanke bei mir ist tatsächlich heißer Vanillepudding gewesen. Ja, kommt halt wohl darauf an, ob man jetzt diese Creme damit erwischt. Ah ja. Ja, diese Creme hat sowas Vanilliges, was wohl ja irgendwie Macadamia dann darstellen sollen, wie auch immer. Ja. Grundsätzlich der Reis, also wenn man das jetzt so, naja, jetzt habe ich es natürlich schon gemischt, aber wenn man das so ein bisschen trennt, ja, der hat dann dieses Puddingartige, weiße Schokolade, so leicht. Wobei ich sagen muss, von meinem Eindruck her, ja, fehlt so ein bisschen, also dieses weiße Schokolade, dieses typische, der typische Geschmack von weißer Schokolade. Weil also hier ist ja auch so ein richtiges Stück Schokolade abgebildet. Und da hätte ich mir mehr gewünscht, dass es wirklich nach weißer Schokolade irgendwie mehr schmeckt. So ist es auf jeden Fall lecker, aber auch etwas wenig überraschend. Okay. Hier ist jetzt, hier sieht man das jetzt ganz gut. Hier ist jetzt diese Creme besonders viel mit drin. Ich nehme jetzt mal hier so einen ordentlichen Hieb da. Ja, hat eher so was leicht Karamelliges, finde ich, aber in so einer abgeschwächten Form. Wahrscheinlich, weil man ja eigentlich keinen Karamellgeschmack haben wollte. Ja, es ist lecker, durchaus. Ist es auch nicht super süß, würde ich sagen. Ja, hat mich, also reißt mich aber auch nicht so wirklich vom Hocker. Es ist ganz okay. Könnt ihr mal probieren. Ist ganz nett. Aber kein großer Knaller. Deswegen empfehlungstechnisch bin ich etwas zwiegespalten. Muss man wirklich auch in dem Fall selber probieren. Den Müller Milchreis heiß und lecker, Typ weiße Schoko Macadamia. Also, lasst ein Like da und bis bald.